weil ja zwei Verträge geändert werden müssen. Der eine Vertrag ist dieser EU-Reformvertrag, also allgemeiner Europäischer Union-Vertrag, EAEUV. Und der besagt Folgendes. Da gibt es eine Klausel, diese No-Bail-Out-Klausel in der Fachsprache, die besagt, kein Land darf für ein anderes Land eine Haftung übernehmen. Das steht in diesem völkerrechtlichen Vertrag drinnen. Und diese Klausel muss man herausnehmen, damit dieser ESM, völkerrechtliche Vertrag, wirksam werden kann. Und dafür braucht die Bundesregierung eine Zweidrittelmehrheit. Und dafür haben sich die Grünen kaufen lassen. Das heißt, die Grünen sind die Steigbügelhalter für den ESM im Grunde genommen. Jetzt wird also die Klausel herausgenommen, wird der Vertrag mit Zweidrittelmehrheit geregelt. Die Grünen haben das so argumentiert, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir ein Mitspracherecht erzwungen, indem wir der Bundesregierung die Möglichkeit geben, diese Klausel aus dem Vertrag herauszunehmen. In Wahrheit wird ein Unterausschuss eingerichtet, der von der Frau Finanzministerin einberufen wird, mit vertraulichen Informationen, die nicht nach außen gehen dürfen, ein Geheimbund, ein Geheimrat. Und jetzt kommt's. In diesen Unterausschuss kann die SPÖ und die ÖVP jederzeit mit einfacher Mehrheit die Frau Finanzministerin autorisieren, eine Milliarde nach der anderen hinauszupulvern in die weite Welt. Und das ist großartig von den Grünen. Also das ist ein Demokratieverständnis, das ich nicht teile, das ist ein Verrat an der eigenen Heimat und vor allem an den eigenen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern.